Hallo zusammen, ich habe ein Video gedreht über einen Raclette-Ofen vom Landi und der ging nicht mit dieser Box. Der Raclette-Ofen, der ist okay. Nur, Landi hat ja auch noch einen kleinen Raclette-Ofen für zwei Personen, kuschelig und warm. Und das ist die Verpackung dazu und der kostet, wenn man das hier sieht, vielleicht ein bisschen mit Licht, der kostet 9,90 Franken. Und den kann ich logischerweise hier bei der Powerbank oben einstecken. Und ich kann die einschalten, Hauptschalter rein, Wechselrichter einschalten. Und natürlich hier an diesem Ofen hat es so einen kleinen Schalter, den auch einschalten. Und ich sehe jetzt hier die Spannung, dann sehe ich hier die Leistung, 440 Watt, 360 Watt, ja 440 Watt und die Spannung von der Batterie mit 313,4 Volt. Hier die Leistung, 440 Watt, auf der Verpackung ist angegeben, 380 auf dem Gerät dasselbe. Jetzt hier wird schon warm, die Steinplatte braucht natürlich einen Moment, aber das Ding irgendwo kuschelig im Wald draußen oder irgendwo am See, absolut einwandfrei. Man könnte sogar zwei Geräte an dieser Box betreiben. Wenn ihr nur eins habt, wenn die Box geladen ist, könnt ihr etwa 3 Stunden lang hier speisen. Ich kann hier oben grillieren. Ja, was wollt ihr mehr? Irgendwo, wo es halt keinen Strom hat, das hier betreiben, das geht, überhaupt kein Problem. Könnt auch noch Licht anstecken oder sonst irgendwas oder parallel die Kühlbox betreiben. Alles kein Thema. Das war's zur Batteriebox in der Kürze und zu diesem kuscheligen Raclette-Ofen. Hier verlinke ich euch das Video vom Raclette-Ofen, der nicht geht, weil er halt zu groß ist oder die Box zu klein. Und hier ein allgemeines Video über die Box mit einer Kaffeemaschine. Ich wünsche euch einen schönen Tag.